Hallo, mein Name ist Denise. Ich bin aus Bamberg und ich hatte hier eine gute Zeit bei Come and See. Mein Name ist Christiane. Ich komme aus Erlangen und war jetzt im Rahmen dieser Come and See Tour das erste Mal in Uganda. Und ich kann nur sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Zum einen die Offenheit der Menschen. Also ich habe wirklich überall freundliche Menschen getroffen. Es wurde ganz viel gewunken und gegrüßt. Man staunt einfach, wie fröhlich und freundlich die Menschen sind, obwohl sie so wenig haben. Ich bin die Conny aus der Schweiz. Ich habe jetzt hier 2 Wochen Come and See verbracht. Es ist ein sehr schöner Ort hier. Das Hotel und die Anlage und all die Vögel und ist wunderbar. Das Programm hier war toll organisiert. Es war ein guter Mix zwischen Aktion und aber auch Ausruhen. Uganda ist ein wunderschönes Land, konnten wir sehen. Mein Highlight hier war ein Bushwalk. Das war dann auch natürlich eine Konfrontation mit der Armut, die hier herrscht, aber auch gleichzeitig mit der Schönheit, wie Gott die Natur so geschaffen hat. Ein absoluter Höhepunkt war sicherlich die Safari. Einfach diese unberührte Natur zu sehen, wie Herden von Tieren einfach übers Land streifen und man bekommt wirklich so ein bisschen eine Idee, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat. Mich hat es sehr berührt, die Menschen persönlich kennenzulernen. Die Ugander sind sehr freundliche, zurückhaltende, fröhliche Menschen. Was aber am meisten beeindruckt hat, war einfach dieses Hilfswerk zu sehen. Einfach wie Maria einfach durch ihre Hingegebenheit und durch den Gehorsam einfach sich hat gebrauchen lassen von Gott. Und was hier aus dem Nichts gewachsen ist, das ist enorm beeindruckend zu sehen und es plättet einen fast ein bisschen. Es macht unglaublich dankbar, auch für das, was wir in Europa haben, einfach einen ganz neuen Blick nochmal zu bekommen. Einmal konnte ich wirklich gut ausruhen und ich bin erfüllt von Dankbarkeit für das, was man bisher in seinem Leben erfahren durfte. Und auch wurde ich sehr ermutigt, was man einfach auch, wenn man wirklich auf Gottes Stimme hört, so alles schaffen kann. Vision war für mich eigentlich immer so ein Werk. Jetzt, wo ich hier bin, würde ich aber sagen, es ist mehr eine Bewegung, weil da sind so viele Schulen, Kindergärten, Kliniken, sonstige Initiativen, Projekte. Ich habe es jetzt eigentlich auf das Herz bekommen, mir 1 oder 2 Projekte oder Bereiche auszusuchen, wo ich wirklich auch spenden möchte künftig oder wo ich weiter dranbleiben möchte. Wir haben viele Zeugnisse gehört von Menschen, die einfach durch diese Patenschaften und durch diese Hilfsprogramme auch wirklich eine Chance bekommen haben, wie Leben überhaupt erst lebenswert geworden sind. Also es ist sehr, sehr begeisternd. Also alles in allem eine super gute Zeit.